Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu City Skylines. So. Ach, das spielen wir wahrscheinlich gerade, weil wir so viel Gewinn machen. Oder ist das die Uni, die jetzt voll am Abgehen ist? Oh, oder die neuen Bürosteuern, ne? Nee, wobei, es könnte sein, dass das gerade gewonnen. Ja. Wir haben ein paar Spiele. Wir sind voll gut. Schau das mal an. Kann sein, dass jetzt echt die wesentlich mehr von diesen Steuern haben. Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. So. Jetzt müssen wir irgendwo noch mehr nachverdichten. Was wir jetzt tatsächlich machen könnten, also wirklich jetzt, ist überlegen, dass hier dann wahrscheinlich die Straße da ungefähr rauskommt, allerdings halt als Landstraße und nicht als Autobahn. Und dann entsprechend gleich diese anderen Käfer. Wir legen diese anderen Käfer schon mal an. Und wo was sollen ist, die wenn hin? Du da tatsächlich ein Autobahnkreuz machst, ein kleines? Hier können wir eins machen. Brauchen wir hier für da. Nee, da, ich mach dann machst du eine Abfahrt also, zum Flughafen, genau. Eine nach da und eine läuft geradeaus weiter und mündet in eine Landstraße. Genau. Aber dass du einen Verteiler hast. Ah, ich denke aber mal, das hier hat nicht viel Verkehr. Das hat alles nicht viel Verkehr. Das hat alles aber nicht viel alles Verkehr. Eine Abfahrt. Ja, aber hier ist auch generell eigentlich nichts los, wenn man das so sieht. Schau dir mal die Autobahn an, das ist ja wie, steht denn da eigentlich? Das sieht man nicht. Schade. Jo. Ich überlege gerade mal. Ich bastel hier mal ein bisschen. Vielleicht gibt es sogar was von Ratio Farm. Guck mal, da in der Mitte gibt es doch dieses vier Dings. Dieses da. Ja. Der ist aber nicht gut, glaube ich, der Good Roundabout. Auch nicht das, was wir wollen. Wobei. Einmal zum Flughafen. Und einmal nach. Ja. Zu unsere Käfer. Ist das schon over, ne? Wobei, das ist eigentlich ein Flughafending. So schlecht ist es gar nicht. Und dann, wenn wir das ein bisschen. Aber wir brauchen das eigentlich nicht in dieser Konfiguration, ne? Der ist halt. Das ist absoluter Crap. Der ist ein bisschen kompakter. Der hat auch nur drei. Wir brauchen vier. Ja, der hier, ne? Deswegen habe ich ja gesagt, wir könnten. Wir können das hier double combine. Aber dann haben wir da trotzdem wir können nur zwei Richtungen. Das hier so machen. Und dann hier. Ah, das ist auch blöd, ne? Wir bräuchten da so ein Viererkreuz. Da gibt's auch andere Viererkreuze. Ja, ich habe keins runtergeladen. Das sind halt viele Kreisverkehre. Wobei, stimmt das hier, ne? Ja. Das hier. Ein Kleeblatt. Nehmen. Ja. Machen. Basteln. Können wir tun. Und dann halt wirklich gleich hingehen und sagen. Müsste ja funktionieren. Das funktioniert. Das funktioniert. Ja, eben, dann nehmen wir das. Und dann aber sofort sagen, ja, dann hört aber sofort auch mit Autobahn sein. Ja. So. Also zumindest. Ja, sofort. In alle Richtungen ja. Eigentlich. Hört sofort auf mit Autobahn ja. Sein. Das ist nur zum Verteilen da. Wir müssen das einmal anbinden. Das sieht mega schäbig aus, weil das auch nur eine zweispurige Autobahn ist. Warum ist das dann alles so groß? Ich nehme wir trotzdem. Können ja die Straßen downgraden? Ja, ich würde die in der Kreuzung auch downgraden, weil das ist einfach mega. Ist einfach übertrieben. Wobei, warte mal, davor machen drei Dinger sogar manchmal Sinn, dass das raus und rein. Ergeben. Wir lassen das mal. Ja, aber wir können es ein bisschen näher zusammenrücken. Ich kann es nicht näher zusammenrücken. Das ist auch gar nicht so arg. Dafür, dass hier eine Autobahn, also dafür, dass hier ein fetter Großstadtflughafen ist. Und das hier veräppt gleich in so eine, für diese richtig schäbige Landstraße, ne? Die hier. Das veräppt gleich in sowas. Wobei, da würde ich erst eine große Landstraße. Da würde ich tatsächlich unsere vorige Autobahn nehmen, wenn wir zwei große Teile da reinmünden lassen. Aber und eigentlich habe ich. Stück für Stück. Okay, Stück ja, für Stück das ist irgendwie hast du recht. Autobahn. Komm her. Nee, zwei Wege Autobahn heißt genau, du. Ja, geh mal bitte auf. Guck mal, weil die ist schon krass dünn genug. Ja, die ist schon sehr dünn, so ne? Richtig fettes Nadelöhr. Das geht so. Gar nicht. Und das geht dann hier nach, ja. Elmshorn. Nach Elmshorn. Und von hier kommt dann trotzdem nochmal Elmshorn, oder? Oder? Ja. Doch, ja, doch. Elmshorn kriegt schon mal seine eigene Abfahrt, hätte ich jetzt mal gesagt. So. Dann können Zack. Wir. Genau. Das verbinden wir jetzt hier noch halbwegs sozial, damit das nicht, stirbt. Guck mal, das ist ein Riesenmonster. Da können wir das wenn aber. Einen ganz kleinen Weg gemacht. Warte mal, wir machen das hier. Ich mach das mal kurz smart. Ja. Denk dran, du musst die Abfahrten mitnehmen. Was? Er muss der das auch noch mitnehmen. Achso, ja, 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 das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Es muss sich ja Stück für Stück kleiner machen.
So. Dann könnte man hier sogar auf einen runter, theoretisch. Weil da und da, und dann werden es hier wieder zwei. So, zwei. Mhm. Hier fangen wir auch mit zwei an. Dann geht einer weg, dann sind wir bei einem. Dann kommen zwei rein, dann sind wir bei zwei. Zwei. Einer geht ab. Aber da kommt die Autobahn. Da würde ich groß bleiben. Ah, wobei, da reichen auch zwei und dann kommt einer dazu und dann sind es drei. Ah, genau. Zwei, drei. Dann sind es drei. Und dann wieder auf zwei, weil dann sollen die... Wobei, nee, wir müssen echt gucken, ob wir hier auf zwei bleiben. Ja, dann lassen wir da aber auch... Hier ist wirklich eins. Im Endeffekt ist hier eins. Also hier nicht, da ist eins. Ja. Wobei, hier ist schon einer dazugekommen. Ja, nee, wir machen... Na, das ist zwei. Ist doch so gut. Hier wird auch echt nicht viel... Warum haben wir da eigentlich drei auf der anderen Seite? Langt ja. Hm, reicht. Sieht doch besser aus. Gut. So, und das hier ist halt... Ja. Zum Flughafen braucht man ein großes Dings. Ja, das stimmt schon. Wobei das echt wenig... Also wenn man das intelligent mit dem Ding macht, mit der... Oh, wir haben die 80 geknackt. So, das heißt dann aber... Das ist noch nicht angeboten. Es ist aber echt auch irrelevant, ehrlich gesagt. Das ist, so. Dann nehmen wir aber auch wieder Auto... Jetzt chill mal dein... Ach, ich habe noch keine Geisteswissenschaftsstatue 2. Habe ich noch nicht gebaut. Ich bin aber auch ein oh, das könnte man ein bisschen smoother machen, ne? Ein bisschen smooth operator. So. Das ist hässlich. Ich mache das... Am besten ist das immer, wenn man das so macht und dann umdreht. Und dann umdreht. Weißt du noch, als ich das sagte und ich es dann einfach nicht umgedreht habe? Weil meistens habe ich ja die... Ich glaube, das ist nicht ganz das, was ich wollte. Wieso? In die gleiche Richtung, ja. Ah, jetzt. Ich hatte da die andere Autobahn. Das möchte ich aber hier nicht... Ihr macht das nicht. Hier wird nicht gedreht. Ist einfach nicht, ne? Macht man nicht, nee. Nee, nee, macht man auch einfach nicht. Nee. Nee. Drehen darf man nicht machen. Ist alles gut. Ja, das ist immer... Ich finde dafür, dass ein Flughafen ist, das kündigt das ganz gut an. So. Ja. Dann weiß ich, hier ist so ein... Wollen wir erstmal hier das Straßenlayout des Kaffes machen. Ich würde aber Kaff nur auf den Inseln machen. Ah. Und das andere dann schon wieder in eine große Kleinstadt. Welches ummünzen. Denn? Hier. Ja, das Riesenquadrat hier. Ja, na klar. Okay. Dann machen wir aber erstmal das für die Einwohner und danach machen wir das also Schöne. Also ich würde das fast die ganze Kachel für nutzen. Ah, aber Kreis oder so komisch. Auch so ähnlich wie Elmshorn. So, da ist Elmshorn und dann hast du ein bisschen Platz dazwischen und dann kommt unser Monster. Aber hier. Auch so kringelartig. Also Städte sind von halt irgendwie rund. Ungefähr. Oder, T-förmig. Ja. Weil. Darf ich mal kurz die Maus nehmen? Du kannst, am besten ist es mit dem Finger, oder? Ja, aber so, dass du es auch siehst. Ja. Also. Die Maus ist halt leider mit meinem Homeoffice-Setup irgendwie fest, ja. Da? Ja, hier dann kommt dann die Landstraße. Dann fängt hier der Kaff an. Ach, hier schon, okay. Damit wir so viel wie möglich... Ah, okay. Damit es wirklich eine große Kleinstadt ist. Ich hatte mir gedacht, dass wir hier quasi einen Tee machen. Und dass sich das anhand, weil Städte sich immer so... Ja, so ja, natürlich. Okay. Aber wir wollen ja den Platz nutzen. Und okay, dann aber geht wir das wollen schnell schon in die Stadt. Darum. Okay, gut, ja, dann weiß ich das. Dann können wir das ja entsprechend... Na, ich meine, wir haben ja jetzt lang genug gebraucht, um zur Stadt zu kommen. Können wir jetzt ja auch mal anfangen damit. Ja, das ist korrekt. So. Ach, ist wieder arg, ne? Wir gehen mal erstmal in die und dann in die andere. Ach, diese Zwei-Wege-Autobahn, ne? Bist du hier, so. Und dann kommt quasi der Stadt an, wobei, wir machen hier, das wird der größer. Ja. Haben wir schon gesagt. Das heißt, wir orientieren uns dann eher an sowas. Genau. Und wie wird das hier angebunden? Das wird mit so einer kleinen Straße dran angebunden. Heißt mit dem Kreisverkehr, weil Kreuzungen sind hässlich. Ja. Hier und dann Kreisverkehr. So. Mhm. Das ist auch okay weit das weg. Das ist auch gut, weil nach einem Kreisverkehr kannst du schön in kleine Straßen übergehen. Jupp. So, dann machen wir hier und dann... Ja, das ist halt ein bisschen belastend jetzt, aber... Wenn ich drei... Oh, dann machen wir halt so weit. Ah, geradeaus, ich hasse es. Ah.
sagen, ich bin sehr froh, dass City Skylines gerade so gut funktioniert, dass ich keinen Anlass sehe, irgendwie pissig zu sein. Es tut mir leid, falls ich irgendwas damit zu tun habe, wegen meinem Kack. Ich hatte den Bauer-Ding, also ich hatte den Abriss, ich hatte die Abrissbühne, ich hatte den Wrecking Ball noch am Stisse. Aber da können wir doch aber mal wieder, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir brauchen noch mehr von diesen Instandhaltungsgebäuden. Mhm. Dusis. Ah, der ist schon arg. Wobei, das wird dann eine große Stadt, ne? Ja. Da kommt er aber eher hier hin. Mhm. Ist das aber bitte keine Auto, das ist eine Autobahn, oder? Aha. Kann man den nicht downgraden? Ja, aber leider funktionieren Autobahnen tatsächlich sehr gut für, Ja, aber wir haben ja gesagt, wir. Ah, wobei, wir können das ja. Ja, das siehst ja nicht, was das ist. Das ist ja egal, was es ist. Es ist halt. Das ist ja. Es sieht ja optisch in Ordnung aus. So, das sind die Straßen, die da. Das sind seine Straßen. Minis. So, schön. So, und da können wir dann natürlich Ähnliches machen. Hier veräppt das dann gleich hier, in eine Landstraße. Genau, geht gleich in so eine Mini-Landstraße über und dann würde ich sagen, gehen wir über so eine Landzunge nach links, glaube ich. Ah, das kann man fast, wobei, nee, das braucht er schon wegen. Nach links. Oder nach rechts. Also ich weiß es halt nicht, sodass man aber, also sodass man möglichst wenig Brücken bauen muss. Ah, nach rechts ist noch besser. Nach rechts ist noch besser. Genau, das ist so. Da könnte man vielleicht auch eine kleine Fishing-Industrie hinbauen. Ja, also, was wir dann damit machen, ist halt. Fischer-Kaff. Was wir nicht machen können, ist hier mit Brücken bauen. Das heißt, fürs Brückenbauen brauchen wir das hier. Ach, da kann das gar nicht schön aussehen. Muss es ja aber auch gar nicht. Der kann schön aussehen als Brücke. Ich finde schon, dass das schön aussehen sollte. So. Ich finde, das ist ja schon ich optisch. Ich finde, das ist schon okay. Ich finde es nicht nur schon okay, ich finde es fantastisch. Schön. So. Und jetzt kann man da ja das kann man da später Sachen, genau. Dinge tun. So. Ja, das ist erstmal die Landstraße. Möchtest du zuerst Kaff machen? Dann können wir erstmal hier leisten, weil das hier. Ja. Wir möchten ja die Dann können wir das rechts schon in die Stadt übergehen lassen und oben. Weißt du was? Oder möchtest du das hier nicht haben? Hier, dass wir so ein Versorgungsdistrikt haben mit Müll. Doch, das ist eine sehr gute Idee, das hier zu machen. Weil nur den Müll vielleicht nicht ins Wasser, damit wir noch ein bisschen Fishing-Industrie haben. Nee, der Müll kommt ja nicht ins Wasser. Der Müll kommt ja so. Alter Latz, wir haben wieder eine Nachfrage des Todes auf. Ja, eben. Das ist es ja. So, und da kommt hier nochmal so ein. Die Frage ist, ob das halt von hier. Oder nee, mehr sollte ich sowas ja nur einmal bauen. Aber wir wollen auch nicht so weite Wege haben zu diesem. Wie viel waren denn hier in Verwendung von diesem Teil? 5 von 15. Ja, da könnt ihr noch mehr rumfahren. Da kommen hier doch nur so kleine Müllis hin. Jetzt scheint die Sonne wieder, ey. Ist doch schön. Schmutz. Dann trocknet unsere Markise gleich wieder. Das ist richtig. So. Was ich nämlich wollte, ist dann hier vielleicht auch einen Güterbahnhof hinbauen als Entrance in die Stadt. Wobei das hier dafür zu wenig Density. Kannst du ja da hinten noch. Das hat hier dafür zu wenig. Ja, Leistung. Aber das kannst du ja da, wo auch der Flughafen ist, wo eh laut ist. Da kannst du ja einen kompletten Umschlagplatz hinbauen. Kannst du auch gleich einen Frachtflughafen hinbauen. Hm. Wir haben die ganze Landzunge. Ich glaube nicht, dass der Flughafen ist. Ja, okay, so hast du recht. Dann machen wir uns hier mal noch keine großen Gedanken über Bahnhof und Co., aber die kriegen auf jeden Fall. Wir hatten auch noch keine Monorail. Ich würde sagen, das wird optisch unser Monorail eine Monorail zum Flughafen und zum würde Zentrum ja der anbieten. Stadt bietet sich auch für diesen Spline hier irgendwie an. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Naja, du kannst es hier parallel entlang führen. Wir machen hier erstmal eine Haltestelle. Parallel oder es gibt auch hier diese Overstreet-Dinger. Machen und dann kannst du da, guck mal, so viel Abstand wie dazwischen ist, kriegst du da garantiert eine Monorail durchgezimmert. Wenn du davor und danach hältst. Ja. Bin ich mir sicher. Kriegst garantiert durchgezimmert. Das ist auch optisch, glaube ich, eine ganz schicke Sache. Das ist voll schnieke. So. Und jetzt muss man halt gucken.
Ja, wenn wir hier so ein... Ich finde, wenn wir hier diesen Monorail-Spline verwenden. Ja, das können wir auch. Den Monorail-Tram brauche ich ja nicht. Diesen hier, ne? Den dann hier einfach verwenden. Ja. So, dann hier mal am Bahnhof, ne? Also hier vielleicht, hätte ich jetzt mal zwischendrin eingebaut. Ja, wir haben es noch nicht verbunden da hinten. Ja, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Also schon auch, aber Monorail-Bahnhof. Monorail-Bahnhof mit einer Straße. Ah, das ist halt laut, ne? Das müssen wir echt gucken, dass wir das so abdingsen, dass das halt nicht sich tötet, ne? So. Jetzt, das kann natürlich noch schief gehen, weil das Plein sagen könnte. Ja. Jo. Ist nicht schlimm, kann man alles nochmal bauen. Erstmal gucken, dass die Monorail sitzt. Das geht, wenn man das ein bisschen besser zieht, geht das. Oh, das vielleicht nicht, sondern... So. Es geht. Ja. So ist in Ordnung. Ja, oh, guck mal. Das geht. Das zwirbelt ein bisschen. Wie der Bart von Horst Lichter. Ja, fantastisch. Nur, dass... Das geht aber, nur dass ihr halt hier nicht wenden sollt, sondern dass das beides Spuren sind, die ihr eigentlich hier benutzen sollt, ne? So. Wunderbar. Dann... Ach, das ist eine Brücke, deswegen ist sie so eng. Ja, ist ja in Ordnung. So. Ach, dann parken die da einfach nur nicht. Da müssen wir echt gucken, dass der Zwirbler halt keinen Zerzwirbel macht. Der ist aber auch ein bisschen hoch. Den könnte man schon viel früher eigentlich viel tiefer führen. Dann macht das vielleicht auch... Wie man immer einfach nur diesen Pfosten da nimmt, ne? Denken sich die Leute bei der Auswahl ihres YouTube-Videoschauens auch. Digga! Jetzt. Oh, das wird. Das geht sogar wirklich auf komplett gut. Ja. Hier haben wir gar kein Ding, ne? Aber hier müsste auch ein Punkt sein. Hier müsste nicht nur ein Segment sein, sondern auch eine Node. Genau. Ja. Alter, das geht ja richtig. Ist der Zwirbler entschärft. Fantastisch. Und dann ist die Frage, wo wir hinwollen mit dem... Ich würde sagen... Viech. Kreisverkehr. Ja, und dann? Also wir müssen auf jeden Fall im Kreisverkehr müssen wir irgendwie anders. Du kannst an dem Kreisverkehr rechts, eine Kurve links oder geradeaus. Nach rechts. Und nach dann mach mal einen Ring nach oben und gehen links wieder dran. Achso, du meinst, dass wir so machen. Ja. Aber das muss das soll kein Ring sein, sondern die soll irgendwo enden. Das heißt, die endet dann hier oder so. Das können wir machen. Das heißt, die Straße so, dann treffen wir immer diese Straße oben und dann gehen wir so nach links. Und der Rest wird dann mit einem anderen Verkehrsmittel, okay. Weil die hält auch selten. Das heißt, die ist wirklich eher so ein Express. Dann müssten wir an dem nächsten, ich sage, wenn wir hier das nächste Mal halten, bräuchten wir von dort aus dann sowas wie Straßenbahn oder Bus oder sowas. Weil die hält halt wirklich selten. Das ist wirklich, vor allem weil die halt auch, wenn du die platzierst, kannst du ja auch wieder einen Hub dran machen an so einer Haltestelle. Genau. Ocean gibt es nicht sogar noch irgendwas mit Monorail. Weil, guck mal, du siehst einfach von der Lautstärke her, wenn ich jetzt eine Straße baue. Das ist krass. Was habe ich denn für Hubs mit Monorail? Bus-Überlandbus? Bus-U-Bahn? U-Bahn-Überlandbus? Zug-U-Bahn? Diese großen Bahnhöfe sind ja Schmutz. Fernbusknoten? Das ist der, den wir nachher bauen wollen. Oder den, das weiß ich noch nicht. Monorail-Bus? Bin ich ja nicht ganz so zufrieden. U-Bahn, Monorail, Zug. Ja, vielleicht noch irgendwie im ehesten. Mit U-Bahn können wir auch arbeiten. Mit U-Bahn und mit Zug. Weil das heißt, U-Bahn kannst du zur Not auch nur oberirdisch so ein kleines Upsell machen. Ja. Und dann ist wir haben auch noch irgendwo dann den... Wo machen wir denn dann den Zug? Weil da ist auch ein Zug mit dabei. Das wäre noch eine Bahnstrecke. Haben wir irgendwo eine den Bahnstrecke? Den Zug wollten wir doch nach da drüben laufen lassen. Oder war das die das Tram? Das war die Tram. Ach, shit. Oh, aber dass wir den dann vielleicht auch dort enden lassen, das wäre gar nicht mal so unsmart. Das wäre da, die für... Wobei, nee, die sollte ja zum Flughafen, ne? Ja. Lass die mal zum Flughafen, die können ja vom Flughafen in die Monorail und dann... Und was so. Machen wir dann damit? Das kommt irgendwo in die Zentrale, das ist der zentrale Hub dieser Stadt. Ich überlege mir nur gerade, wo wir vielleicht Schienen herkriegen könnten für Intercity-Verkehr.
Da haben wir da unten noch gar nichts. Ja, wir kriegen tatsächlich echt Probleme, da irgendwie einen echten Bahnhof hinzukriegen. Allerdings ist halt dann das Ding, ob wir so... Nee, das passt auch nicht. Doch vielleicht so ein Außenrum. Weil dann das können wir auch erst machen, wenn wir unsere Kacheln haben. Aber vielleicht ist das so ein Projekt, was wir danach weitermachen können. Das heißt aber, ich platziere das jetzt erstmal einfach... Und wenn nicht, dann wird der Zug einfach nicht genutzt. So. Ja, was ich traurig fände, aber also, ja. Ich meine, U-Bahn-Monorail würde ja schon reichen. Ich platziere das mal, ne? Und dann move wir das mal da, wo wir es brauchen. Irgendwo halt hier. Ja, ja, hast recht. Das ist voll der coole Hub. Der sieht optisch auch einfach sehr toll. Fantastisch. Muss man auch mal sagen. Ja, muss man auch echt mal sagen. Der muss gar nicht mal so weit weg, guck mal. Da ist ja eh die Straße und der ist da eine Straße. Nee, der ist, da muss an eine Straße. Ah. Hier muss eine Straße ran. Okay. Ja, aber dann halt so, dass da die an der Straße ist. Ja. Und von da aus, da ist halt das Einzige, was hier nicht ist, ist ein Bus. Das heißt, sie wird gegenüber einen Busbahnhof hinbauen, weil dann nehmen wir die U-Bahn als Vernetzung innerhalb des Dingens und dann auch mal Busse. Und den Bus Busse. Kannst du ja da unten drunter laufen genau. lassen und zum Kaff. Das heißt, so. Wir machen hier dann so eine von diesen Straßen hier dran. Nee. Vielleicht ohne Brücke. Ach, das ist jetzt deine Meinung. So. Weil ich würde den fast sogar an der gleiche Seite. Komm, wir packen den Bus mal an der gleiche Seite. Kannst du doch. Bisschen. Ja, davor. Ja, kann ich auch. Ist auch gar kein... Oh, und gleich noch ein Überlandbusbahnhof. Gleich noch hier für Fernverkehr. Also für von der Autobahn herkommt. Finde ich gut. Hier ist dann richtig... Ah, hier nicht auf der Seite, wegen den Monorail-Gleisen. Du da muss beides auf die Seite, ne? Ja. Auf Dubau, werde ich dann wahrscheinlich auch für die Busbahnhöfe brauchen, so wie ich das sehe. Ist das hier cooler oder ist das hier cooler? Ich finde, das ist cooler. Das ist auch optisch einfach, ja, finde ich. Ja, das passt da auch schön dran. Das ist der Hub des Todes, den ja. Überland, den Überweg des Todes auf Oberdum. Ja. Vielleicht von beiden Seiten einfach, ne? So, eins hoch. Ja, vielleicht so, dass es nicht unbedingt dadurch sickert, ne? Sick. So, so ist doch aber okay. Nee. So, fantastisch. So, und auf der anderen Seite halt irgendwie das... gleich. Kann ich den denn irgendwie nochmal neu platzieren, dass der richtig am... Ja, der soll richtig da an die... So. Dass er da richtig dran ist an der Zahn der Zeit. Apropos Boah. Zahn, da fällt mir ja. noch ein. Achso, ich habe gerade gedacht, wir müssen Folgenpause nee, machen. Aber Zahn der Zeit könnte auch ein DBD-Perk sein. Ich weiß, dass ich zum Zahnarzt muss, lass es. Es ist nichts für die Folge, wirklich nicht. Also wirklich nicht. Das ist... Ich meinte damit nur, dass der Zahn der Zeit auch an uns nagt. Weil wir alt sind? Ja. Ja, das ist okay. Da. U-Bahn, Monorail, Zug, Bus, Überlandbus. Ja, fantastisch. Dann ist das wirklich unser... Alles abgedeckt. Dann machen wir drumrum so irgendwas mit Grün. Also nicht wieder meine hässlichen Parks. Wir müssen aber auch Sachen ausweisen langsam mal. Ja, aber... Ja, das ist auch richtig. da die an der Hauptstraße sind, weiß ich gerade gar nicht, ob das so smart ist, aber... Ja, egal. So, das soll ja bis da gehen, hast du gesagt. Und dann halt so ein... Stimmt, das wird... Das, hier stimmt aber echt schön so ein Vorortgedöns. Hier. Dann geht die Monorail nach da... Dann ziehen wir doch erstmal die Monorail. Machen wir mal erstmal langsam hier. Luisa so, mach schnell. Josh so, ja. So. Josh so, wir müssen jetzt langsam auch unsere Einwohner akquirieren. Ja, das Tolle ist, wir sind ja Pause-Mode. Das heißt, so, ich erinnere dich dran. Josh auch? Lass mal langsam. So. Oh, das sind tatsächlich ja eh Minis Plines. Sie sind hier und da und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Minis Plines. Ich ziehe da gerade nochmal neu, ne? Kannst ja gleich einen mit Monorail nehmen. Ja,
Da war, glaube ich, ein Pixel, der nicht mit Monorail war. Das kann aber sein. Ist das eine Fußweg? Ah, wobei es ist nur ein Fußweg. Ne, ist alles gut. Gut. Alles gut. Dann kannst du doch sogar über den Kreisverkehr führen. Nee, ja, aber warum sollte ich das wollen? Stimmt. Ich führe das lieber so in der Kurve und dann hier so rein. So und dann da. Also so halt. Da muss er hier hin, ne? Also dahin und dann dahin, das weiß ich noch nicht. So. Oh, das ist sehr schön. Das ist echt schön. Und dann kann er so einen Kringel fahren oder so. Oder wir wissen es noch nicht. Ne? Ja, dann machst du den Kringel in die eine und den U-Bahn in die andere Ding. Und dann hast du ja, beide. Irgendwie so weit. U-Bahn kann dann auch immer zwischendrin mal so stoppen. Aber das wird ein schönes zentrales Ding. Das heißt. T-Zentralen. Das T-Zentralen. So, und ab hier. Wird die Straße auch langsam kleiner? Ja, genau, da machen wir diese zweispurige mit Monorail. Da. So. Und dann geht die quasi so da hoch. Und das wird dann so eine Ring für die Stadt. Und da oben treffen die sich quasi die und die. Oder ist das wieder ein hässliches Straßenlayout? Sag, wenn es hässlich ist. Warum soll ich... Ich meine, ich weiß doch gar nicht... Du hast dir bestimmt was dabei gedacht. Ja, aber du hast gerade so geguckt wie... Digga, dein Ernst? Nö, ich hab so geguckt wie sonst auch. Okay. Es sei denn, ich gucke immer so wie Digga, dein Ernst. Ey, Digga, dein Ernst. So. Dann ist hier noch so ein T-Zentral. Da kann man da vielleicht nochmal einen mit Bus machen. Monorail-Bus. Der ist sogar auch an einer Straße. Fantastisch. Gesundheit. Danke. Da kann man hier ein paar Busse... Ah, das ist ja fantastisch. Das sieht auch schön aus, einfach. Gesundheit. Danke. So. Dann ist hier halt immer mal der Treffpunkt mit dem Ding hier. Und der Bärchen. So. Dann auch mal langsam kleinere Streets machen? Das sind die Hauptadern. Ah, ja. Das sind die... Arterien. Genau, das sind die beiden überhaupt einzigen großen Straßen. Okay. Und wenn das die eine Monorail bekommt, denke ich mal, dass das nicht ein kleines Kaff wird. Nee. Eben. Das wird unsere Vorstadt. Genau. Mit Monorail höchst. Ja, wenn eine Vorstädte mit einer Regio-Anbindung ja, gibt, das dann gibt es auch Monorail. Ja, Monorail ist schon ein harter Tobak. Also aber ich habe da gerade an Frankfurt-Hahn gedacht. Wollen wir ist ja auch so ein kleines da so Rechtsnupsis machen? Ich finde, die bringen doch hier nichts, oder? Rechtsnupsis? Ja, im Überblick, ob die Kreuze irgendwie improven, aber. Achso. Ich habe mal gelesen, dass das besser sein soll. Kannst du gern versuchen. So ein bisschen improved hier, mit so. Quasi dann die dann nach rechts abbiegen wollen, sollen das machen. Also so ein Stuff. So ein bisschen leichte Entlastung. Okay. Ja, das ist sehr gut. Ja, das ist ja wirklich ganz leicht. Aber nur, wenn die da nicht drehen wollen. Ja, das müssen wir gleich unterbinden. Dann Minisplines unterbinden. Passt aber lang genug. Fantastisch. So. Ja, genau. Wir müssen jetzt die Kreuzungsregeln. Erstmal die Ampeln aus. Oh, das wird eine Kreuzung, du. Wollen wir nicht. Kann ich mich darauf verlassen, dass du mich daran erinnerst? Auch wenn ich sage, das ist scheiße, will ich jetzt gerade nicht machen. Wenn wir ein paar Leute haben, weil das tut jetzt erstmal nicht weh. Ja. Weil das ist ja erstmal so. Don't care. Ja. So, hier machen wir jetzt noch so einen Endbahnhof für die Monorail und dann ist das Projekt quasi am Ende. So ein Monorail-Bahnhof mit einer Straße. Dann endet das hier und dann können wir dann erstmal machen, was wir wollen. Dann ist das quasi so, genau, du siehst auch, der Held hat sehr wenig, das heißt, da ist wirklich nur so eine grobe Verbindung und der bindet dann hieran an. Aber das hier darauf bin ich sehr stolz. Wenn wir uns darüber jetzt so einen... Die Monorail ist noch nicht verbunden. Das ist richtig. Aber die ist auch erstmal noch gar nicht so schlimm. Naja, aber wenn wir dauernd sagen, ja, das machen wir später, ja, das machen ja, das wir stimmt später, schon. Dann ist Kacke. Später, Peter. Ja. Es ist okay. Ja. Die können dann auch auf verschiedenen Gleisen halten oder sowas. So.
Das jetzt reicht. Weiter. Der Rest ist U-Bahn. Genau. So. Daran erinnerst du mich wirklich später, ja, weil Verkehrsregeln machen, das werden wir ausgewiesen haben. Hier müssen wir uns gedanklich einen grünen Streifen drumherum vorstellen. Wir könnten das, ich würde ehrlich gesagt sogar sagen, das würde ich sehr gerne als Stadtpark ausweisen, drumherum. Mhm. Weil das passt, das geht nicht, ne? Nee, weil es zweigeteilt ist. Also geht schon, aber es ist hässlich. Ja. Das heißt, wir können auch einfach nur grün drumherum machen. Wir machen einfach Bäume. Ja. Das ist pflanze mal Bäume. Wir können ja da pinke Bäume drumherum machen. Also ich hätte gerne, was ich gerne hätte, ist, dass er wirklich aussieht wie grün, also wie Wald. Ach halt, so. Wie so ein Deeper Park. Ja, aber da sind ja auch bunte Bäume mit drin. Ja, das machen wir später an den Wegen. Also das ist wirklich erstmal nur abgesteckt. Ich will nur abgesteckt haben, dass ich hier im Lautstärkebereich von der Monorail nichts baue. Machst du dann den Kreisverkehr auch gleich mit? So. Ich kann auch gerne ein bisschen dichter machen hier. Aber ich mit den Bäumen bin ich gerade zufrieden. Wir ja, aber das sind eh Hellen Fußwege, noch. Also kannst du auch gleich... So ein paar von diesen da noch reinstreuen. Fantastisch. Super. So. Okay. Für die begeisterten Pilzesammler unter uns. Imperial Boulevard. Ja, das sieht tatsächlich nach Imperial aus. Pilze sammeln gehen mal. Cool. Ja, mein Rücken geht ja auch wieder. So, dann hätten wir hier... Gut, dass wir die Bahnhof gar nicht so schlecht, den hätten wir auch irgendwann mal damit... Wobei, das ist der OP für einen Bahnhof, ehrlich gesagt. Aber ja, wir lassen das mal. Braucht. Das ist aber gut mit dem Bus, da fährt der Bus dann hin. Genau, hier die Monorail will ich auch noch gar nicht machen. Weil wir den Flughafen, noch nicht haben. Und die Leute sind auch erstmal so zufrieden mit ihrer Straße. Denke ich. So, jetzt Straßen, wo man Leute bauen. Echt nächstes Mal, ne? Ja. Ja, aber das dauert halt alles tatsächlich einfach seine Zeit. Da kann man nichts dran ändern. Und meine, das soll ja auch nicht so hingerotzt werden wie die letzten Staffeln. Oder sollen wir das machen, wenn da was ist? Ich finde, das ist schon ganz schön. Das ist auch sehr schön einfach, ne? Gucken wir mal hier so. Guck mal, mitten im Wald. Was hier, das ist auch designtechnisch einfach. Designtechnisch. Das ist einfach fantastisch. Schau mal, Hintergrund hier ist einfach, ich finde das schön. Wow. Oh, da klickt zwar keiner drauf, aber ich finde es schön. Macht's gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir ein bisschen mehr Leute akquirieren. Und dann, ich glaube, 5000 sollte man... geschafft kriegen, dann haben wir tatsächlich bald den Flughafen. Ja. Da freue ich mich drauf. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.